Ligaspiel des VfL Gummersbach gegen HBW Balingen-Waldstätten. Das Spiel fand statt in der Schwalbe-Arena in Gummersbach, in der Heimstätte des VfL, vor 4080 Zuschauern, nahezu ausverkauftes Haus. Die Schiedsrichter waren Matthias Brauer und Kai Holm aus Hamburg. Das Spiel stand zur Halbzeit 14:12 zugunsten des VfL Gummersbach und am Ende hatte der VfL auch die Nase vorne beim Spielstand von 26:24. Sehr herzlich willkommen unserem Gast aus Balingen-Waldstätten, Frank Bergemann, Trainer der HBW. Zu meiner Linken sehen Sie Emir Kotagic, den Trainer des VfL Gummersbach und den Geschäftsführer des VfL Gummersbach, Frank Flatten. Lieber Frank, nach einer Niederlage fühlt es sich nie gut an zu sprechen, aber Sie werden die richtigen Worte finden. Also erstmal schönen guten Abend und schauen wir mal. Ja, ich glaube, man kann verstehen, dass wir sehr enttäuscht sind. Wenn es gelingt, so viele Tore hier in dieser Halle zu machen und eigentlich auch es gelingt, über lange, weite Strecken das Spiel offen zu halten, dass wir gerne was mitgenommen hätten. Ich glaube, dass einfach die Schlussphase ein bisschen hektisch geworden ist und wir einfach dann einfach zu viele Fehlwürfe dann in der entscheidenden Phase hatten. Über das ganze Spiel muss ich sagen, wir hatten gewusst, dass Gummersbach eine der zwei, drei Mannschaften in Deutschland ist, die einfach eine extrem starke zweite Welle spielen, die mit unglaublicher Wucht im Umkehrspiel arbeiten. Wir haben versucht, uns darauf ein bisschen einzustellen. Ist nicht richtig gelungen. Wir haben Julius Kühn, also in keiner Phase des Spiels, in den Griff gekriegt. Aber ich glaube, ähnlich war es mit Olivier Niokas auf der anderen Seite. Ja, das Quäntchen Glück, was wir einfach letzte Woche hatten, hat uns gefehlt. Wir hatten einfach eine grausame Trainingswoche. Wir sind halt ohne drei Kreisläufer abgereist und insgesamt sechs Leute gefehlt. Wir hatten einfach einen grippalen Effekt in der Mannschaft und wir haben eigentlich auch kein einziges Training uns auf dieses Spiel vorbereiten können. Trotzdem, das soll keine Ausrede sein. Ich gratuliere der Gummersbacher Mannschaft. Es war auch ein Riesenfight und sie haben sich auch in der hektischen Phase einfach mit klarem Kopf durchgesetzt und ja. Dankeschön. Dankeschön, Frank Bergemann. Emir Kotagic, Trainer des VfL Gummersbach. Frank Bergemann sagt es gerade, ein Riesenfight. Wie hast du das von der Seitenlinie aus gesehen? Ja, guten Abend. Danke an Frank und Ballingen. Ich denke, für ein unheimlich faires Spiel heute hier in Gummersbach. Ja, also mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt irgendwas noch zum Spiel zu sagen. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht, wie ich finde. Die Truppe hat gekämpft, alle haben alles von sich gegeben, aber am Ende waren es viele einfache, unnötige vielleicht Fehler, die einfach uns nicht die Gelegenheit gegeben haben, uns etwas früher abzusetzen, etwas früher vielleicht das Spiel in den Griff zu bekommen. Und wie so oft in solchen Spielen, wo auch einfach, wenn man Balinger Mannschaft heute sieht und einfach beide Kreisläufer heute nicht dabei waren, ist das oft ein schlechtes Zeichen, finde ich, vor allem dann in dem Fall für uns, weil der Gegner nochmal alles aus sich gibt und man hat das im Hinterkopf ein wenig und kann das schwer verdrängen und einfach sagen, wir gehen jetzt trotzdem, egal wer auf der Platte steht, Vollgas. Von daher, ja, es schien so Mitte zweiter Halbzeit mit 5-Tore-Führung, dass das in unsere Richtung geht, aber auch da haben wir es geschafft, ein, zwei freie Würfe nicht reinzumachen, vom Tor, frei vorm Tor stehend und dann geht es halt schon relativ schnell. Und ich glaube sogar, Gegenstoß von Joka war sogar für unentschieden und ich glaube, das war Knackpunkt in diesem Spiel für uns. Und danach konnten wir uns wieder auf 2 Tore absetzen und Abwehr war da, Halle war da, wie immer. Und ich sage mal so, es gibt solche Spiele und dieses Spiel haben wir gewonnen. Und sind zwei weitere Punkte, die uns erstmal positive Bilanz in diesem Jahr oder in dieser Saison sichern, was ein großes Ergebnis der Mannschaft ist. Und das muss man der Mannschaft einfach als Kompliment aussprechen. Und jetzt haben wir noch 3 Spiele, um unsere Bilanz noch aufzubessern. Und ich hoffe, dass wir auch in den drei verbliebenen Spielen nochmal alles von uns geben und einfach Werbung für VfL bis zum letzten Spiel auch machen. Frank, alles Gute und hoffe, dass das mit der Mission hinhaut und sieht gut aus. Auf jeden Fall viel Glück für den Rest der Spiele. Danke. Vielen Dank an Emir Kotagic. Und jetzt möchten wir gerne wissen, wie Frank Flatten, der Geschäftsführer des VfL Gummersbach,
den Nachmittag gesehen hat. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich glaube, zum Spiel ist alles gesagt. Für mich war es heute ein Arbeitssieg. Sehr zähfließend. Und wenn man jetzt das Spiel mal so analysiert, Julius Kühn auf unserer Seite war mit Sicherheit einer der wichtigen Parts bei uns, der nicht in den Griff gekriegt bekommen wurde von unseren Gegnern. In der ersten Halbzeit hat er sich einige Fahrkarten erlaubt, aber Julius ist halt jemand, der spielt genauso seinen Stiefel weiter und er hat wichtige Tore gemacht. Und ich bin froh, dass wir die Punkte gewonnen haben. Vor ein, zwei Jahren hätten wir vielleicht solche Spiele genau verloren. Und das ist der Schritt, den wir da in der Entwicklung gemacht haben. Und jetzt geht es darum, die nächsten Punkte vielleicht noch zu holen und beim letzten Spiel zu Hause gegen Nettelstedt nochmal die Ärmel hochzukrempeln, um hier einen sehr guten Saisonausklang zu finden. Schönen Abend noch. Vielen Dank an Frank Klappen. Und jetzt, meine Damen und Herren, Gelegenheit für Fragen an Herrn Bergemann, Herrn Kotagic oder Herrn Klappen. Keine Fragen? Dann herzlichen Dank, dass Sie der Pressekonferenz gefolgt sind. Wir sehen uns wieder am 28., also heute in 14 Tagen, und wünschen den Kollegen aus Balingen sehr gute Heimfahrt und weiter sportlichen Erfolg. Also alles, was kürzer ist als 9 Stunden, ist für Balingen schon ein Erfolg. Das wird gelingen heute Abend. Gute Heimfahrt. Wir freuen uns aufs Wiedersehen nächstes Jahr. Dankeschön.